So, hallo und herzlich willkommen. Heute ein kleines Vorstellungsvideo, und zwar geht es um die neue Collection von Chris Lee, also von Lee GFX. Und hier gibt es einen Werbespot, den habe ich heute Morgen auf Facebook das erste Mal gesehen und ich habe es so extrem gefeiert. Und zwar hat Chris Lee, der ja einige Filme mit Danny Trejo schon gemacht hat, quasi einen Werbespot für CSGOs, für seine CSGO Skin Collection gemacht mit Danny Trejo. Ich habe es extrem gefeiert. Wir schauen mal ganz eben kurz den Trailer an, den Werbefilm. Lee dropped a collection of badass weapons on the Counter-Strike Workshop. From the P90, MAC-10, and even a brand new custom knife. C. Lee needs your support. Don't be a chicken and vote on his badass weapons. And Gavin, I'm coming looking for you. This night. I know you like me. So, ein absoluter Hammer. Ich habe es gesehen. Ich habe gedacht, so shit, was geht ab? Ich habe es richtig gefeiert. Und ja, die Idee ist der Hammer. Es ist auch so, Chris Lee und Danny Trejo kennen sich eben schon ziemlich lange. Er hat wohl das Drehbuch hingeschrieben und er hat gar nicht groß nachgefragt, hat es direkt vor Kamera eingesprochen. Und es ist draus geworden. Richtig geil. Ich feiere es extrem. Zu den Skins. Sieht man hier schon, also es gibt jetzt bisher zwei Skins, die zwar sie schon offenbart sind, und jede Woche wird ein weiteres Design veröffentlicht. Einmal ist es halt hier das Snake Bite Knife und diese M4A4, die ich auch extrem feiere und würde sogar behaupten, das ist einer der geilsten M4 Skins, die es derzeit gibt auf dem Markt, jetzt mal ausgeschlossen Hole oder Medusa, aber da gibt es einfach extrem wenig, was geboten wird, und dazu eben noch dieses Knife, was auch extrem geil aussieht. Und ja, also ich werde hier auf jeden Fall für diese Kollektion voten. Ihr könnt euch reinschauen, wenn ihr das feiert, votet einfach auch dafür, in der Hoffnung, dass die Kollektion reinkommt. Denke ich mal, richtig geiler Scheiß mit dem neuen Knife. Sieht richtig geil aus, und die M4A4 finde ich auch extrem nice. Und natürlich hier Danny Trejo überzeugt einfach hier in dem Werbespot. Kollektion Cutthroat. Ja, ich feiere es auf jeden Fall. Schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Links zum Workshop und eben auch zum Chris Lee sein Kanal und Originalvideo werde ich auf jeden Fall in die Videobeschreibung reinknallen. Ja, wenn ihr es feiert, gebt einen Daumen hoch. Und ja, schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich sage danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.